Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Interview mit Alice Weidel im Morgenmagazin. Was aktuell die Hauptpropagandastrategie der Öffentlich-Rechtlichen ist, was Alice Weidel erfolgreich getan hat und was sie aus meiner Sicht noch hätte tun können und was aus meiner Sicht so die Grundvoraussetzung ist, dass ein Interview richtig gut ist. Jetzt im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Wenn ihr das Interview schon kennt, könnt ihr es überspringen. Und jetzt ist mir Alice Weidel, die AfD-Parteivorsitzende aus Magdeburg, zugeschaltet, wo der AfD-Bundesparteitag heute beginnt. Einen schönen guten Morgen, Frau Weidel. Guten Morgen. In den letzten Tagen gab es zahlreiche Diskussionen um eine Brandmauer zur AfD. CDU-Chef Merz hatte ja noch mal klargestellt, eine Zusammenarbeit wird es nicht geben. Und auch alle anderen Parteien betonen das jetzt ganz demonstrativ. Frau Weidel, um politisch auch ja langfristig gestalten zu können, müssen Sie ja irgendwann auch andere Parteien von sich überzeugen. Wie wollen Sie das machen? Also zunächst einmal zu dieser Brandmauer-Debatte. Das habe ich ja auch in meinen Reden dargelegt. Ich halte diese Debatte für höchstgradig antidemokratisch. Wir sind eine demokratisch gewählte Partei. Wir binden Millionen von Wählern und uns derartig versuchen auszugrenzen, ist ohnehin Gott sei Dank nicht durchhaltbar. Das sehen wir jetzt innerhalb der CDU, die jetzt ihre Diskussion haben. Ein Wackelkurs von dem Parteivorsitzenden, den er auch nicht durchhalten kann. Und lassen Sie uns mal sehen, wie das nächstes Jahr bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland aussieht, wo wir ja jetzt schon bei weitem stärkste Kraft sind. Deswegen die Frage, wie wollen Sie da andere Parteien davon überzeugen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Über unsere Stärke und über unsere Programmatik. Sie können nicht dauerhaft als CDU, ne, darüber reden wir jetzt ja gerade, können Sie nicht mit Wahlverlierern koalieren, wie Sie das bei den letzten Landtagswahlen gemacht haben. Und da wir mit Abstand bereits stärkste Kraft sind und auch noch in den Umfragen zulegen werden, davon bin ich zutiefst überzeugt, sehe ich nicht, wie man ohne uns in irgendeiner Form regieren kann. Frau Weidel, das Problem ist, dass nicht nur die Parteien keine Zusammenarbeit wollen, auch die meisten Wähler nicht. Wir haben es gerade in unserem Beitrag gesehen. Laut aktuellen Umfragen ist die Mehrheit der Befragten gegen eine Zusammenarbeit. Und ein Grund für diese Ablehnung ist auch der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Thüringische Landesverband unter der Führung von Björn Höcke. Müssen Sie sich von solchen Strömungen nicht lösen, um auch vom bürgerlichen Lager mehr Akzeptanz zu erhalten? Ach, wissen Sie, dieses Framing, also so wie unsere Partei permanent eingerahmt wird, jetzt schon seit 10 Jahren, wie wir nach rechts geschrieben werden und. Auch das halte ich für zutiefst bedenklich, dass man sich mitnichten mit unserer Programmatik beschäftigt. Wir sind zum Beispiel die einzige Partei, die für direkt demokratische Elemente ist, für Volksabstimmung. Demokratischer geht es nicht. Und ich würde mir wünschen, dass man sich damit auch mal auseinandersetzen würde, mit den rein inhaltlichen Fragen und nicht, sage ich jetzt mal, diesem Urteil des Verfassungsschutzes, der ja mitnichten eine unabhängige Behörde ist, verfällt. Frau Weidel, das Argument kennen wir von Ihnen, dass Sie den Verfassungsschutz als nicht unabhängig empfinden. Das Argument kennen wir von Ihnen. Aber dazu gab es auch ein Urteil des Verfassungsgerichts Köln, das diese Einstufung bestätigt. Und das ist also kein Framing, das sozusagen nur von meiner Seite aus betrieben wird hier in dieser Frage. Aber Sie wollen über Inhalte sprechen. Deshalb sprechen wir gerne über Inhalte, Frau Weidel, in den nächsten Punkten. Denn auch wenn wir gerade bei Björn Höcke waren, da gibt es möglicherweise auch inhaltliche Differenzen jetzt am Wochenende. Und damit kommen wir jetzt zum Thema EU. Und ich möchte zitieren, wir streben daher die geordnete Auflösung der EU an. Das lese ich im Leitantrag für ein Parteiprogramm für die Europawahl. Davon ist die Parteispitze jetzt wieder abgerückt. Die Forderung sei durch ein, Zitat, redaktionelles Versehen in den Text geraten. Da frage ich mich natürlich, wie kann das sein, dass eine so radikale Forderung in den Leitantrag gerät, obwohl die Parteispitze eigentlich dagegen ist? Oder waren Sie ursprünglich auch dafür?
Naja, wir als AfD, wir sagen ganz klar, dass der Nationalstaat das Gefäß, das richtige Gefäß für eine Demokratie ist. Denn nur in einem Nationalstaat kann eine gesellschaftliche Debatte geführt werden. Auch nur in den Nationalstaaten sitzen gewählte Volksvertreter. Und dementsprechend kann die EU mit ihrem Demokratiedefizit, mit ihren ubiquitären Demokratiedefiziten, es sind ja mehrere, nicht die gesetzgebende Gewalt sein für die Nationalstaaten Europas. Also das sind Sie jetzt für oder gegen die Auflösung der EU? Frau Weider, sind Sie jetzt noch mal ganz konkret für oder gegen die Auflösung? Ich kann Sie kaum verstehen. Also ich wiederhole gerne die Frage. Ich hatte gefragt, machen Sie es bitte ganz konkret. Sind Sie für oder gegen die Auflösung der EU? Das habe ich Ihnen gerade beantwortet. Der Nationalstaat ist das Gefäß für eine funktionierende Demokratie. Wir sind für einen Kompetenzrückbau der Europäischen Union, die so nicht funktioniert und sich immer weiter aufbläht. Und genau diese Frage wird auf dem Parteitag diskutiert. Gut, dann möchte ich zum Schluss einen Blick noch auf die innenpolitische Lage der AfD werfen. Ihr Ehrenvorsitzender Alexander Gauland hat zuletzt in einem Interview gesagt, die Zustimmung in der Bevölkerung sei nicht in erster Linie Verdienst der AfD. Sie verdankt sich den Fehlern der anderen, so sein Zitat. Und deswegen sei es nicht realistisch, eine Kanzlerkandidatur aufzurufen. Wie kommentieren Sie das? Bleiben Sie dabei, dass die AfD für die Bundestagswahl 2025 einen Kandidaten aufstellt? Also erstmal wird in unserer Partei Meinungsvielfalt gepflegt. Jeder kann seine Meinung sagen. Ich sage ganz klar, die AfD, unsere Partei, die in den Umfragen sich stabilisiert hat, vor der Kanzlerpartei SPD zweitstärkste Kraft bundesweit ist, nur noch 4% hinter der CDU, muss einen Führungsanspruch stellen. Und den stellen sie nur mit Aufstellung eines Kanzlerkandidaten. Soweit die Parteivorsitzende der AfD beim heute beginnenden Parteitag in Magdeburg. Alice Weidel war das. Herzlichen Dank für das Interview. Dankeschön. Was ist nun die aktuelle Hauptstrategie? Schauen wir uns dafür die erste Frage an. Gab es zahlreiche Diskussionen um eine Brandmauer zur AfD. CDU-Chef Merz hatte ja noch mal klargestellt, eine Zusammenarbeit wird es nicht geben. Und auch alle anderen Parteien betonen das jetzt ganz demonstrativ. Es wird viel länger als nötig wäre ausgebreitet, dass niemand mit der AfD zusammenarbeiten will. Es wird nochmal extra betont, die anderen Parteien hätten auch gesagt, nicht nur die CDU, sondern die anderen hätten auch nochmal betont, dass sie mit der AfD nicht zusammenarbeiten wollen. Die AfD soll als Außenseiter dargestellt werden und durch die Mehrheit soll es so wirken, die anderen sind richtig, die AfD ist falsch. Und es wird appelliert, innerparteilich Druck zu machen, wir müssen uns jetzt hier ändern, wir müssen unsere Position ändern, sonst können wir mit der CDU nicht koalieren. In den großen Medien gibt es bestimmte Narrative und die Politiker haben ganz feine Antennen dafür, für diese Narrative. Und sie wissen ganz genau, wenn sie diesen Narrativen nicht folgen, dann werden sie weggeschrieben. Und aus diesem Grund, aus meiner Sicht, war es auch überflüssig von Alice Weidel, groß zu erklären, die CDU wird einknicken. Die CDU-Politiker wissen ganz genau, dass es verboten ist, sich gegen bestimmte Narrative zu positionieren. Und das beinhaltet auch, mit der AfD zu koalieren, weil man dann bestimmte Positionen hoffähig macht. Weil wenn eine Koalition gebildet wird, dann wird es Kompromisse geben. Und das heißt, dann werden die AfD-Positionen sind dann nicht mehr so unmöglich für die Öffentlich-Rechtlichen, die jetzt hinstellen wollen. Es ist aus meiner Sicht wahrscheinlicher, dass die AfD die absolute Mehrheit holt, als dass die CDU mit der AfD koaliert. Selbst in Ostdeutschland glaube ich nicht, dass das geschehen wird. Es wird erst in dem Moment geschehen, wo die großen Medien ihre Macht über die CDU verlieren. Im Moment ist es aber so, die CDU-Leute wissen ganz genau. Natürlich sehen sie die AfD, sie können sich anders positionieren, sie werden von den Leuten trotzdem gewählt. Aber was sind das für Leute? Es sind Leute, die alternativen Medien konsumieren. Das heißt, die AfD hat eine Kernwählerschaft, die unabhängig davon ist, was die großen Medien schreiben. Das hat die CDU nicht, das haben die ganzen Altparteien nicht. Das wissen die auch ganz genau. Das heißt, wenn die großen Medien jetzt die CDU schlecht schreiben, dann sind die ganzen Wähler bei SPD, Grünen und so weiter, aber nicht bei der AfD, weil die Leute, die alternative Medien konsumieren, sowieso kritisch sind, die werden keine Altpartei mehr wählen. Die werden entweder AfD wählen oder sie werden eine Wagenknecht-Partei wählen. Jedenfalls ist es jetzt die Strategie der großen Medien, die verbliebenen Wähler, die immerhin 70% sind, davon abzuhalten, zur AfD zu wechseln.
Es sieht jetzt im Moment ganz toll aus. Die AfD hat über 20% und es sieht so aus, ja nur noch ein bisschen und man hat die CDU überholt. Aber tatsächlich steht es immer noch 20-70 und 10%, die sonstige Parteien wählen. Und 20 gegen 70, das ist gefährlich aus meiner Sicht, sich jetzt sicher zu wählen. Und die Situation ist jetzt so, dass die großen Medien, dass es einfach zu viel ist, es den Leuten zu verkaufen im Moment. Es kam erst Corona, dann Russland, jetzt auch noch das mit der Heizung. Und aus meiner Sicht ist es die Auswirkung von Wahnsinn, kann man sagen, bei den US-Negativeliten. Jetzt so viel auf einmal durchbringen zu wollen. Es ist traurig, sich das einzugestehen, aber dieses Täuschungssystem der großen Medien, es würde auch noch 100 oder 200 Jahre funktionieren, wenn sie einfach den Ball flacher halten würden. Wenn sie nicht so extreme Sachen, nicht so extreme Dinge drehen würden. Aber aus meiner Sicht erscheint es wie eine Sucht. Und sie verlieren den Realitätsbezug. Das fängt schon an 2000, 2001 mit dem 11. September. Dass sie haben dann auch erfolgreich die Leute getäuscht, die niemand weiß, dass ein dritter Turm eingestürzt ist. Also niemand von den 70% weiß das tatsächlich. Sie wissen nicht, dass die BBC den Einsturz des dritten Turms vorhergesagt hat, in einer offiziellen Reportage. Sie haben dann auch den Fehler eingestanden. Sie wissen nicht, dass der Turm auf 81 Stahlsäulen stand, kein Flugzeug reingestürzt ist und es im Bericht von 2004 nicht erwähnt wurde, es dann natürlich niemand diesen Bericht liest und es dann erst, weil die Leute kritisch waren, es dann 2007 Brand als Ursache erklärt wurde, dafür, dass es eingestürzt ist und nicht nur, dass es eingestürzt ist, sondern auch noch im freien Fall eingestürzt ist, was bedeutet, dass alle 81 Stahlsäulen auf einmal nachgeben. Das hat alles noch funktioniert, man könnte jetzt noch viel anführen, aber man sieht schon im Nahen Osten, es hat nicht so geklappt, wie sie sich das 2000 oder in den 90ern gedacht haben. Sie haben im Nahen Osten jetzt alles verloren. Corona, das hat auch schon sehr viele Leute aufgeweckt. Und mit der Ukraine, das ist jetzt auch daneben gegangen. Es ist in Syrien daneben gegangen. Und ja, sie versuchen zu viel, auch mit dem Klima, jetzt die Klimakatastrophe rauf zu beschwören. Es würde ja reichen, man sagt, es wird wärmer, es ist gefährlich, wir müssen was tun. Aber jetzt den Weltuntergang zu prophezeien, das ist auch zu viel. Man muss daran denken, es könnte passieren, dass diese Leute wieder zur Besinnung kommen. Und dann ist es immer noch so, dass 70% der Leute immer noch bei den großen Medien sind. Und wenn, oder nicht nur 70%, nicht alle 20% AfD-Wähler sind wirklich informiert. Sondern ich glaube, man kann sagen, vielleicht 10-15% der AfD-Wähler, schön gerechnet, eher 10% sind wirklich informiert. Was kann jetzt passieren, wenn sie jetzt alles normalisieren würde, die Altparteien wieder normale Politik machen könnten, die nicht Deutschland völlig ruiniert? Die großen Medien würden die AfD wieder schlecht schreiben, die AfD würde vielleicht unter 10% fallen und sie würde verboten werden. Das heißt, es ist jetzt ein Zeitfenster da und die Leute gehen leider nur deshalb zur AfD, weil es, oder zu einer alternativen Partei, es ist egal, ob die AfD oder Wagenknecht oder was auch immer für eine Partei. Jedenfalls ist das nur gelungen, weil diese Leute es zu weit getrieben haben. Und deswegen sollte man demütig sein. Man hat jetzt natürlich 20%, man hat Zähigkeit bewiesen, man hat Position gehalten, keine großen Fehler gemacht. Aber aus meiner Sicht, auch dieses Interview, es ist kein wirklich erfolgreiches Interview, weil es nicht gelungen ist, hier die Moderatoren zu stellen. Was alles weil schon öfters gelungen ist. Was natürlich auch am Moderator liegt, wie geschickt sich der Moderator anstellt. Also zum Beispiel ein Riesenerfolg war das Konservativ- oder Rechtsinterview, wo alles weil es gelungen ist, den Moderator zu konfrontieren mit seiner Propaganda. Und aus meiner Sicht, ein Interview ist nur dann wirklich gut, wenn es AfD-Vertretern gelingt, die Medien zu konfrontieren mit ihrer Propaganda. Das heißt, live vor dem Zuschauer die Bürger aufzuklären, dass die Medien täuschen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Leute wissen doch sowieso, dass die AfD von den Medien schlecht gemacht wird. Das heißt, es ist sozusagen der Elefant im Raum. Aber das Problem ist, dass wenn es nicht gelingt, man sich nicht traut, das öffentlich zu sagen, das darzustellen, dann wird man schwach, dann wird man hilflos. Das heißt, auch diese Moderatorin, sie betreibt jetzt hier ein Spiel gegen Allesweil. Sie breitet das aus mit diesem, dass die AfD, dass niemand mit der AfD was machen will, dass die AfD sich ändern muss und sie wiederholt das und sie wiederholt das. Sie breitet das aus und vor allen Dingen kommt sie dann nachher noch mit einer Unverschämtheit, mit dem Verfassungsschutz, mit einer Lüge, wo Alice Weidel sie hätte stellen können.
Was aber Alice Weidel nicht getan hat, was natürlich jetzt im Nachhinein man auch leicht sagen kann, dass man das hätte tun sollen. Ich habe jetzt das Interview ein paar Mal gesehen. Alice Weidel muss live reagieren, das ist natürlich was ganz anderes. Aber trotzdem ist es natürlich super, wenn es gelingt, die Medien zu konfrontieren. Was war jetzt die Passage über den Verfassungsschutz? Mal diesem Urteil des Verfassungsschutzes, der ja mitnichten eine unabhängige Behörde ist, Frau Weidel, verfällt. Das Argument kennen wir von Ihnen, dass Sie den Verfassungsschutz als nicht unabhängig empfinden. Das Argument kennen wir von Ihnen, aber dazu gab es auch ein Urteil des Verfassungsgerichts Köln, das diese Einstufung bestätigt. Und das ist also kein Framing, das sozusagen nur von meiner Seite aus betrieben wird hier in dieser Frage. Aber Sie wollen über Inhalte sprechen, deshalb sprechen wir gerne über Inhalte. Die Moderatorin hat Alice Weidel erstmal auf unverschämteste Art und Weise unterbrochen und hat gesagt, ja, das kennen wir schon, das Argument. Die AfD wird so selten interviewt, der Zuschauer kennt das Argument sehr wahrscheinlich nicht. Das ist schon mal das Erste, was Alice Weidel hätte feststellen können, dass diese Unterbrechung unhöflich war. Das sagt sie ganz freundlich, sie sagt nicht, ja, Sie sind die Lügenpresse, Sie haben mich jetzt hier unverschämt unterbrochen, sondern man stellt fest, Sie haben mich hier unhöflich unterbrochen. Und das bewirkt, dass die Leute das Argument nicht hören, oder dass die Leute das Argument nur von ihnen hören, negativ eingerahmt, negativ geframed. Das kann man ganz offen sagen. Man kann auch ganz offen schon sagen, dass die Medien Propaganda gegen die AfD betreiben. Früher musste die AfD Angst haben, dass dann die Medien sagen, die AfD kommt mit Kritik nicht zurecht. Sie kann kritische Fragen nicht ertragen. Sie reagiert, man kann mit ihnen keine Interviews führen, weil sie können mit Kritik nicht umgehen. Harte Fragen muss man ertragen. Aber die AfD kann jetzt ganz leicht immer eine Sache anführen, als Beleg dafür, dass die Medien unfair mit der AfD umgehen. Und zwar die mangelnde Präsenz in Talkshows. Aus meiner Sicht war es einer der größten Erfolge 2021, dass es den AfD-Vertretern im Wahlkampf gelungen ist, dass die großen Medien, die Öffentlich-Rechtlichen, sich zu diesem Schritt entschlossen haben. Sich gedacht haben, es hilft nur das. Wir können sie nicht einladen, wir kriegen sie in den Talkshows nicht im Griff. Wenn die Leute sie live sehen, dann funktioniert die Dämonisierung nicht. Wir müssen sie ausgrenzen. Das hat natürlich jetzt erstmal gut funktioniert. Die AfD kam nicht an die Öffentlichkeit. Aber der Preis dafür ist, dass die AfD das jetzt immer anführen kann. Und ganz leicht belegen kann, wir werden hier von ihnen benachteiligt. Das kann man als Beweis sofort anführen. Und deswegen kann man den Medien auch ganz klar den Leuten über die Medien sagen, ihr benachteiligt uns. Das ist hier belegt. Und was passiert dann? Das heißt, dann können die Medien sagen, ja gut, dann laden wir sie wieder nicht ein. Aber wenn die AfD nicht eingeladen wird, dann wirkt es schwach von den Medien. Das heißt, dann gehen sie nochmal aus dem Weg. Das heißt, genau wenn die AfD konfrontativ ist, sie mit dem Vorwurf belegt, ihr seid unfair zu uns, ihr grenzt uns aus. Wenn dann die Medien die AfD noch mehr ausgrenzen deswegen, weil die AfD das öffentlich sagt oder auch öffentlich in Interviews sagt, dann springen sie in den Frame genau rein. Und die AfD ist jetzt bei 20%. Der Vorteil ist, wenn die Medien zu feige sind, Interviews mit AfD-Vertretern zu führen, dann werden die Leute neugierig und gucken sich die O-Töne an. Und der Sinn von den Interviews jetzt ist ja zu verhindern, dass die Leute sich die Originaltöne mit AfD-Vertretern anhören, sondern die das Gefühl haben, wir sind über die AfD informiert. Wir wissen alles, wir müssen jetzt gar nicht mehr, die AfD ist unmöglich, wir müssen uns die O-Töne gar nicht mehr angucken. Das war immer Sinn und Zweck, warum AfD-Vertreter interviewt wurden. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass AfD-Vertreter beispielsweise Interviews aufklären. Weil wenn AfD-Vertreter über was auch immer nicht aufklären, dann denken die Zuschauer, okay, da gibt's nichts. Die AfD-Vertreter, sie haben auch nichts gesagt, okay, dann gibt's also nichts. Sei es jetzt Medientäuschung, Ukraine-Konflikt oder was auch immer. Wenn AfD-Vertreter in Interviews schweigen, dann ist das eine ganz große Hilfe zur Propaganda. Das ist aus meiner Sicht ein großes Vergehen. Was war jetzt hier die große Chance aus meiner Sicht in diesem Interview, die Moderatoren zu stellen, die Propaganda offensichtlich zu machen und somit das Interview zum richtigen Erfolg zu machen? Und aus meiner Sicht, am Anfang, das hätte man schon erwähnen können, dass in der einleitenden Frage äußerst lang dargestellt wurde, dass niemand mit der AfD kooperieren will. Das heißt, man muss jetzt gar nicht sagen, ihr seid die Lügenpresse. Das heißt, das könnte man einfach in den Mittelpunkt stellen, dass die Moderatoren das unnötig lang gefragt hat. Und das einfach so nebenbei feststellen. Und das ist für die großen Medien sehr gefährlich, weil wenn die Leute Verdacht wittern, dann schalten sie plötzlich ihr Gehirn ein. Das Problem ist, die Medienpropaganda funktioniert deshalb so gut, weil die Leute nicht argwöhnisch sind. Weil sie die Täuschung, sie denken sich, warum sollen die denn täuschen?
wenn es alle Medienvertreter sagen, es wird schon stimmen. Aber wenn die Leute tatsächlich jetzt hier vor Augen geführt bekommen, wir werden hier manipuliert, dann werden die Leute argwöhnisch. Und aus meiner Sicht die wichtigste Stelle, wo jetzt Alice Weidel die Medien hätte entblößen können, ist jetzt die Passage, als die Moderatorin sie erstmal unterbricht und dann sagt, es ist ihre Empfindung, dass der Verfassungsschutz nicht unabhängig ist. Und das ist falsch, weil faktisch ist der Verfassungsschutz nicht unabhängig, weil die Vertreter von Innenministern bestimmt werden. Es ist jetzt die Frage, ob der Verfassungsschutz überparteilich urteilt. Das ist eine andere Frage. Aber wenn die Moderatorin behauptet, der Verfassungsschutz, es sei Alice Weidels Empfindung, der Verfassungsschutz sei abhängig, dann kann Alice Weidel einhaken, das ist falsch, was sie sagen. Der Verfassungsschutz ist abhängig. Und warum sagen sie das? Und hier kann jetzt Alice Weidel die Moderatorin festnageln. Sie beharrt darauf, warum haben sie gesagt, dass es meine Empfindung ist, dass der Verfassungsschutz abhängig ist, wo er doch tatsächlich abhängig ist. Sie belügen hier die Zuschauer. Es ist Desinformation zu behaupten, der Verfassungsschutz sei unabhängig. Und da kann Alice Weidel darauf bestehen. Dann kann die Moderatorin, sie muss dann irgendwas antworten und Alice Weidel kann dann immer draufbleiben. Und zwar, je länger es Alice Weidel gelingt, da drauf zu bleiben, umso besser ist es. Weil je länger etwas kommt, desto wichtiger erscheint es den Zuschauern, desto besser merken sie es sich. Das heißt, jede Sekunde, hier die Moderatorin noch länger zu stellen und darauf aufmerksam zu machen, was sie jetzt gerade gemacht hat, ist ein Erfolg. Also je größer der Anteil des Interviews ist, in dem Alice Weidel die Moderatorin stellt, umso größer ist der Erfolg. Und umso mehr es der Moderatorin gelingt, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass die AfD irgendwelche Probleme hat, niemand mit ihr koalieren will und so weiter und so fort, umso besser ist es für die Moderatorin. Und aus meiner Sicht dieses Statement mit der CDU, es ist überflüssig, weil die CDU, es ist vollkommen klar, dass die CDU irgendwann koalieren wird, wenn sie bei 10% ist, wenn sie das Gefühl hat, in dem Moment, wo sie das Gefühl hat, die großen Medien, sie haben keine Macht, sie können auch ohne die großen Medien überleben, dann ist klar, dass die CDU zusammenbricht. Aber aus meiner Sicht, das ist noch sehr weit weg, dass das passiert. Und die Zeit hätte man besser darauf verwenden können, die Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Medien zu lenken. Egal, worum es im Interview geht, man kann immer eine Themenlenkung dahin betreiben, allein durch die Fragestellung der Moderatoren. Wenn es natürlich nur eine kleine Sache ist, dann behandelt man es entsprechend auch beiläufig. Aber wenn es jetzt eine große Sache ist, wie diese unverschämte Unterbrechung, auch noch mit einer Lüge, dass der Verfassungsschutz unabhängig sei, was er ja faktisch nicht ist, unabhängig von dem, wie er urteilt, dann kann sie hier die Chance ergreifen. Man muss aber natürlich sagen, aus meiner Sicht vielleicht war das Absicht, oder das kann man natürlich nicht beweisen, aber der Ton, Alice Weidel hat sich über den Ton beschwert. Das heißt, anscheinend war der Ton nicht gut. Und man muss natürlich immer sagen, ist natürlich jetzt, wenn man sich das Interview ein paar Mal angeschaut hat, dann kann man natürlich die Stellen leichter finden, als wenn man spontan reagieren muss. Aber man kann natürlich immer versuchen zu lernen und sich die Strategien anzugucken und beim nächsten Mal versuchen, darauf zu achten, ob jetzt die gleiche Strategie nicht schon wiederkommt und dass man dann einhakt. Und diese Strategie immer groß auszubreiten, ewig lang in den Fragen auszubreiten, dass niemand mit der AfD koalieren will, das ist mir jetzt bei mehreren Interviews aufgefallen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.